Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Wir testen jetzt nochmal eine Runde Kruse und Robben. Die soll mal ein bisschen abgehen. Ich habe mir einen leckeren Tee gemacht und ja, geht ab. Punkt. Insigne hat jetzt im ersten Spiel sich ganz gut angefühlt, aber ja, auch noch nichts zu sagen. Von daher mal schauen. Mal gucken, ob der Bundesliga spielt, wenn er hier Hoffenheim hat. Ich glaube nicht. Calcio A. Ich sag ja, es ist fast immer so, dass wenn der Gegner Calcio A oder Bundesliga spielt, ich dann das entsprechend andere Team spiele. Er hat auch Mertens im Sturm und Gomez, also zwei schnelle. Es ist selten, dass ich irgendwie mit Calcio A gegen Calcio A oder mit Bundesliga gegen Bundesliga spielen muss. Zumindest kommt es mir so vor. Kann natürlich auch irren. Sehr schönes Ding, gut gespielt, schöne Vorlage von Ribéry und dann mit Werner ein bisschen getrippelt. Und auch hier habe ich mir wieder gedacht, scheiß auf kurz, flacher Schuss. Einfach mal reinziehen, hat funktioniert mit dem schwachen Linken. Auch nicht der einfachste Winkel, muss man sagen. Der Pass hätte irgendwie nicht ankommen dürfen. Oder sollen. Sehr gut. Oh, kein Elfmeter, what? Da war doch Robben quasi gefoult worden, oder? Also wie soll dann David jetzt sonst nicht zum Schuss kommen? Ja, gut gemacht mit Süle, auch wenn dann der Gegner nochmal zum Schuss kommt. Das war nicht ganz so geplant, der Pass. In den Rücken, aber es hat zum Glück funktioniert. Schöner Schuss von Kruse, schade. Gut gemacht mit Tolisso war es, glaube ich. Das war leider nicht so gut. Wir haben Glück, dass der Gegner dann zu hastig rausspielt. Oh, ich muss husten. Robben hat einen linken starken Fuß. Ich habe ja immer die, also zumindest in den letzten FIFAs hatte ich immer die Vermutung oder das Gefühl, dass jemand, der nur zwei Sterne auf den schwachen Fuß hat, dass der einen besseren Abschluss auf seinen starken Fuß hat, auch wenn der Wert vielleicht nicht so gut ist. Beziehungsweise, dass immer derjenige, der halt nicht fünf Sterne auf den schwachen Fuß hat, dadurch auf einen stärkeren Fuß, also auf seinem starken Fuß, einen besseren Abschluss hat, als jemand, der die gleichen Werte hat und aber halt beidfüßig ist. Also jetzt sprich, zwei Spieler, Spieler A ist beidfüßig, hat 5 Sterne auf den schwachen Fuß, Spieler B hat 2 Sterne auf den schwachen Fuß und beide haben einen Fernschusswert von 80. Oh, nice luck.
wenn er natürlich verdient das 2-0, dann ist halt meine Vermutung gewesen, dass derjenige, der nur zwei Steine auf dem schwachen Fuß hat, wenn der einen Fernschuss ansetzt mit seinem starken Fuß, einen besseren Fernschuss hat, als der mit einem, der beidfüßig ist, obwohl beide mit einem starken Fuß schießen und auf Fernschuss 80 haben. Zumindest war immer das mein Gefühl, die letzten Jahre. Aber jetzt in FIFA 18, gerade mit El Shaarawy, da hat er auch nur zwei Steine auf dem schwachen Fuß, hatte ich das Gefühl ehrlich gesagt nicht. Ich denke auch, dass es nur subjektive Wahrnehmung war, aber man weiß ja nie. War so klar, dass er wieder hinspielt, obwohl er komplett gedeckt ist. Schöner Pass auf Kruse, der leider viel zu langsam ist. Wir dominieren den Gegner, aber wir bräuchten mal das 2-0, was eigentlich schon mehr als verdient gewesen wäre. Mist. Oh, auch der Pass darf eigentlich nie ankommen. Hat er gedacht. Aber nicht mit mir. Schön von Robben. Oh, das ist natürlich noch schöner. Ja, einfach abziehen, scheiß drauf. Und noch eine Chance. Oder halt auch nicht. Ich dachte, dass wir wenigstens die Ecke bekommen. Sehr gut von Schmelzer, dass sich da in den Weg stellt. Das ist eigentlich fast schon wieder rot. Gegner wird jetzt ein bisschen angepisst. Ohne Scheiß, ich habe auf Laufpass gedrückt und da legte ich den Ball nochmal vor. Meine Fresse. Wir haben den Gegner eigentlich gut unter Kontrolle. Aber wie gesagt, das zweite Tor hätte schon fallen müssen. Schade, wir hatten zwei Riesenchancen. So, ich stehe erstmal die Heizung ab. Moment. Oder zumindest runter. Keine Ahnung, warum man nicht weiter drückt. Da dann nutze ich die Chance und trinke einen Schluck Tee. Solange es natürlich hier 1-0 steht für uns nur. Es ist wie immer ultra gefährlich. Also ich glaube, in der ganzen letzten Weekend League habe ich nur ein oder maximal zweimal 1-0 gewonnen. Come on, baby! Ah, der scheint irgendwas gerade zu machen. Um die Pause zu brauchen. Wie es aussieht. Weiter geht's. Och, genau da stehe ich doch. Mit Süle hätte ich nicht klären müssen, aber egal. Sehr gut gemacht mit. Wer war das? Mertens? Nee, oder? Mertens ist doch im Sturm. Da ist Mertens. Mertens, Werner, was ist mit mir los? Eieiei, ich bin hier in der Bundesliga.
Schöner Schuss, schade. Den vom Ribéry wäre geil, aber der wäre wahrscheinlich verdammt teuer. Auch wenn er so preiswert ist, aber da ist dann halt ein 87er, die werden halt so selten dann gezogen. Und Ribéry ist ja trotzdem ein beliebter Spieler, der wird dann richtig beschissen teuer werden. Schade. Der passt mal nicht so schlau mit Kruse. Schön gemacht von Kruse. Steht jetzt etwas besser in der Verteidigung, habe ich das Gefühl. Kann natürlich sein, dass er seine Formation gewechselt hat. Schade, daneben. Och, so ein Lacker, ey. So ein Scheiß. Er schießt ein behindertes Mal drauf. Distanzschuss, geschlänzt, glaube ich. Macht ihn natürlich rein. Ist egal, wir sind besser. Wir drehen das. Wir gehen wieder in Führung. War auch Leisterdeck geschossen, glaube ich. Egal. Nicht verdient, aber so ist es halt. Ich habe gesagt, 1-0, gefährliches Ergebnis. Schiri geht mir auch ein bisschen auf den Sack mit den Farben, muss ich zugeben. Ribéry auch keine Power mehr, ich werde mal wechseln. Robben sieht noch ganz gut aus von der Ausdauer, aber trotzdem wechsle ich ihn auch. Komm schon. Will ich in die Verlängerung gehen schon wieder? Keine Zeit dafür. Der Abwehrspieler hat auch keine Ausdauer mehr. Macht jetzt leider besser als am Anfang, muss man zugeben. Schade. Da wollte er überhaupt nicht hinpassen. Scheiße, das war blöd.
So, kenne mich immer noch schnell. Ich hoffe, er war zuletzt dran. Ja. Das macht er leider gut. Das macht er nicht mehr gut. Zum Glück, und das gegen Süle. Wenn wir da das Laufduell verloren gehabt hätten, wären wir auch nicht mehr hinterhergekommen. Boah, dieses Durchkombinieren auf diese scheiß Stürmer und dann einfach durchpassen, das geht mir so auf den Sack. So uninspiriert. Och, und er schafft es natürlich in der 90. komplett unverdient das Spiel zu drehen. Herzlichen Glückwunsch. Nice. Oh, was für ein Lacker, ey. Krass. Geht diese Scheiße los? Geht denn jetzt hofft er jetzt, dass ich abbreche? Oder geht er jetzt hier auf Fünferkette? Was hat er denn vor? So eine Scheiße wieder, ey. Geht echt geil wieder los, die Weekend League. Verdammt, wir hatten so fette Chancen, ey. Zum Kotzen. Und dann dieser blöde erste Treffer. Ich meine, der hier war ja noch ganz gut rausgespielt. Das 1-1 nicht. Mist. Oh, was ist denn jetzt los? Warum drückt ihr denn jetzt dreimal Pause? Ich brech nicht ab, Idiot. Macht das jetzt, um mich zu ärgern, oder? Also, ich brech nicht in den letzten Sekunden ab, damit dann das andere Team mich regeneriert. Das wäre ja komplett dumm. Eigentlich müsste ich jetzt auch dreimal auf Pause drücken, aus Prinzip. Und die Zeit runterlaufen lassen, aber ich habe die Zeit nicht und ich brauche, habe das auch nicht notwendig, so ein Schrott. Wechselt echt nochmal, krass. Danke, Schiri. Mir ist auf den Sack geht, dass sie nicht mal einen Angriff abwarten. Brauchen wir nicht nochmal anpfeifen. Das kotzt mich an. Natürlich habe ich den besten Spieler. Ich war ja auch besser als der Gegner. Egal, auf zum nächsten Spiel. Nicht drüber nachdenken. Oh Gott. Schon wieder zwei Spiele komplett unnötig verloren. Also das ja vor allem. Das eine andere Spiel, okay. Aber das wäre auch als unentschieden verdienter gewesen. Wird mal Zeit eigentlich, dass wir uns Sokrates holen, aber wir haben gerade gar keine Kohle mehr. Aber ja, bei Süle hat man halt ab und zu mal das Problem, dass er wirklich zu langsam ist. Gut, jetzt gewinnen wir bitte, wenn wir wieder bessere Spieler sind und nutzen unsere Chancen. Ach, war das wieder bitter, ey. So eine Scheiße. Der Gegner ist zwar besser geworden dann, aber trotzdem war es nicht verdient. Naja, was soll's. Wir gewinnen jetzt verdient und legen eine kleine Serie hin oder starten eine kleine Serie. Okay, moderates Team, wie es aussieht. Schon fast schwach. Aber natürlich Jesus im Sturm. Er wird auf gar nicht der teuerste 81er sein. Ich weiß gar nicht, was der kostet, aber... Er wird bestimmt sehr viel kosten und ich denke, er ist der teuerste 81er auf jeden Fall. Vielleicht sogar der teuerste 81er oder kleiner. Wobei Silber, naja, ich denke, er könnte mir sogar noch über 10.000 kosten. Ich bin mir nicht sicher, ich weiß es nicht. Aber es wäre schon möglich. Oh, geil mitgenommen von Insigne. Schade.
schlecht. Oh, das mache ich dumm, aber das hat er echt gut ausgemacht mit seinem Dribbling etc. Aber gegen Khedira setzt er sich nicht durch. Nicht mit Caddy. Das war dumm, dieser Laufpass, dieser Gelupfte. Danke für den Stellungsfehler. Leider läuft dann Insigne so scheiße, dass der Laufpass auch kacke kam. Dass der Pass ankommt, ist krass. Schöner Pass, schöner Grätschenpass. Oh, er drückt Pause. Wahrscheinlich will er irgendwas umstellen, denke ich mal. Ich dachte eigentlich, hätte Philippe Arnold in den Lauf geschickt, da hat mich probiert. Fuck, ich habe nicht gerafft, dass ich mit Mertens da so den Ball bekomme. Sonst hätte ich logischerweise nicht zurückgepasst. Denk mal, er stellt jetzt seine Formation um. Ja, bestimmt auf 4-1-2-1. Hat aber ziemlich lange gebraucht, bevor er auf Pause gedrückt hat. Er hat das vergessen. Die Formation hat man eigentlich so gut wie nie beim Spiel, also aktiven Spielen, sondern die haben sie fast immer nur am Anfang drin und dann stellen sie es immer auf 4-1-2-1 vor. Wahrscheinlich, um halt auf diese schnellen Flügelspieler zugreifen zu können, damit man halt volle Chemie mit denen hat. Ne, es war immer noch ein 4-3-3. Oh, er wechselt. Okay. Schön gemacht mit Khedira. Das war dumm. Die Grätsche war auch dumm. Er muss aber zum Glück schlau hingestellt mit Koulibaly. Trotzdem war das gerade nicht geil. Das ist halt das Problem, ne? Kein Körper. Weil du halt irgendwie rankommst. Schön gemacht mit Lichtsteiner. Na also, Lagertor natürlich, Lagertor, brauchen wir gar nicht drüber reden. Hat ja jetzt auch drei Versuche gebraucht. Philippe Andersson macht es und dann auch noch relativ glücklich unter den Torhüter durch. Ich habe glaube ich auch nicht auf Flachschießen gerückt, sondern einfach nur auf Schießen, weil ich wollte, dass er einfach nur schießt. Ah, steht mal wieder genau richtig, schöner Konter eigentlich. So, und diesmal gewinnen wir bitte auch, wenn wir in Führung gehen. Das ist auch bitte ein Foul. Danke. Das Khedira. Brozovic, okay. Hätte man vielleicht sogar einnehmen können. Schade.
Ist den Winkel, ey. Das ist noch eine schöne Ecke. Wieso geht denn da der Torhüter nicht raus? Schön gemacht mit Lichtsteiner. Das war mal ein richtig geiler Konter und der Gegner hat sich gedacht, scheiße, Mann, ich verliere, ich muss raus. Schöner Rage-Quit nach einem 2-0. So, Vorlagen, einmal Brozovic, einmal Mertens. Dann kriegen wir halt sogar noch ein Spiel in der Aufnahme, sehr geil. Oh, ich bin echt gerade richtig müde und kaputt, ey. Wo ich hier meinen schwarzen Tee trinke, meinen leckeren Earl Grey. Man hat natürlich trotzdem noch ein Spiel jetzt, ne? So, ich glaube, da können wir nochmal mit der... Wobei, die haben jetzt keine volle Fitness mehr, nehmen einfach die Bundesliga. So, come on, Robben und Kruse. Dreht mal ein bisschen durch. Ich will jetzt nochmal einen Abbruch vom Gegner sehen. 4-1-2-1-2, breites 4-1-2-1-2, auch wieder mit Jesus. Eigentlich müsste ich mal nachgucken, was er kostet, weil mich einfach mal interessieren würde. Und einen Robben und einen Kimmich drin auf rechts habe ich jetzt gerade noch gesehen. Aber ich glaube, da bekommen nicht alle anderen Spiele volle Chemie, würde ich es behaupten. Jetzt geht er wahrscheinlich aufs 4-1-2-1-2. Aber warum? Warum macht er das denn? Also Robben, okay, aber selbst da würde ich sagen, gibt es bessere RMs in der Premier League. Und es gibt auf jeden Fall bessere RMs als der normale Kimmich in der Premier League. Verstehe ich überhaupt nicht, wieso er das macht. Ergibt für mich keinen Sinn. Und wie gesagt, er hat auch keine vollen Links da, weil... Der Stürmer hier hat, glaube ich, keine volle Chemie und es könnte sein, dass Gündogan und Bakayoko auch keine volle Chemie bekommen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber er scheint nicht umzustellen. Ja, zu spät. Aber ich glaube, er hat nicht umgestellt aufs enge 4-1-2-1. Mal gucken. Schade. Ich bin aber gerade hier immer einen Millimeter. Ja, jetzt war ich leider immer einen Millimeter zu kurz und dann macht halt leider das Ding. Das war ein bisschen ärgerlich, aber egal, es muss 1-0, können wir drehen. Hat er ein bisschen Glück gehabt, hat sich wahrscheinlich für ihn nicht so angefühlt, wenn er ein bisschen Glück gehabt hätte, aber es war halt immer sehr knapp. Aber das können wir vielleicht auch jetzt machen, mal gucken. Den sollte Kruse eigentlich machen, vor allem mit seinem starken Linken. Ärgerlich und ist halt auch nicht gut für seine Reputation und für die Frage, ob wir ihn statt Arangis spielen. Nicht so geil. Weil eigentlich erwarte ich schon, dass er das reinmacht, wenn ich ehrlich bin. Noch ein Alu-Treffer dazu, es wird nicht besser, Kruse. Natürlich wäre mittlerweile ein Ausgleich mehr als verdient. Könnten sogar schon 2-1 führen.
Werner, mach's doch bitte jetzt dem Kruse nicht nach. Schon wieder ein Ding, was hätte da reingehen können. Was ist denn los? Es war jetzt zwar nicht der einfachste Abschluss, aber. Nicht dahin, ach, es klappt, aber da sollte gar nicht springen, gar hingehen. Wahrscheinlich so fest aufgezogen. Scheiße. Aber egal, wir haben gute Chancen. Wenn es so weitergeht, dann machen wir ja auch ein 1-1. Kacke. Der Schuss, schade. Das waren wir, verdammt. Mann, dieser Butland. Wir sind ja nicht in FIFA 17, hör auf zu halten. Dieser Süle, ey. Ich weiß nicht, ob an seiner Sprungkraft liegt. Das ist aber kompletter Slapstick, was der abzieht. Der hat auch, glaube ich, noch kein einziges Tor gemacht nach einer Ecke. Es ist unglaublich. Der ist 300 Meter groß. Schön gemacht mit Kimmich, nicht noch reingefallen. Was für eine geile Vorarbeit von Tolisso, aber dann leider wieder kein Tor von Werner. Oh, abgefälscht. Eieiei, das ist unglaublich. Und dann noch im Abseits. Och, Goretzka, den hat's denn doch schon. Schade. Och, lass mich doch kontern. Fuck, ey, wir müssten schon lange führen, der Gegner hat einfach geschossen. Was ist denn hier los? Come on. Mach die Buden rein. Alleine Kruse hatte eine Riesenchance. Würde ich sagen, schon eine 80% Chance. Und dann auch noch eine ziemlich große. Also das ist gerade ein bisschen, aber egal.
Scheiße, da haben wir uns leider vertändelt. Ich hatte kurz Angst, ich dachte echt, da geht rein, ohne Scheiß. Oh Gott, wäre es wieder gewesen. Zweiter Schuss, zweites Tor. Meine Fresse. Och, geiler Pass, Werner, vielen Dank. War echt nicht schwer. Komm! Oh, zu weit vorgelegt. Mann. Schön gemacht mit Robben. Oh Mann. Dann also müssen wir auch auf Offensiv, glaube ich. Letzte Chance für dich gewesen, Robben. Jetzt gehst du leider raus. Das wäre halt so ein richtiges geiles Tor gewesen. Oh, anders ist falsch. Aber er hat es leider nicht gemacht. Komm jetzt, ich will nicht schon wieder verlieren, vor allem in so einem Spiel. Come on! Richtig zusammen. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich dachte mir schon, dass es sowas macht, aber ich habe es leider nicht geschafft. So was Billiges klappt hier natürlich nicht. Werner, zieh doch mal bitte wieder in die Mitte, wo du hingehörst. Wo stehst denn du rum? Jetzt müssen es wieder die anderen machen. Och, so ein Abgefälschter, kann aber auch mal rein. Werner, vom eigenen Mann abgefälscht. Herzlichen Glückwunsch. Komm, wir brauchen nur ein Tor, es kann nicht so schwer sein. Geht jetzt auf Zeit oder was? Wird fast so. Sehr gut. Fuck. Fuck. Oh.
Nein, 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 nein. Wenn Kruse aber auch kurz bleiben würde, dann hätte ich den nicht anspielen müssen. Das war auf jeden Fall gerade das Problem, dass Kruse sich scheiße hingestellt hat. Oh, fuck! Das wird wohl ein unverdientes 1-0 vom Gegner. Unglaublich. Ist wieder mal eins dieser Spiele. Geht echt genial los, diese Weekend-Liga. Aber ich kann mich nicht aufregen. Es ist halt einfach. Ich spiele nicht auf 100%. Dann einfach so. Das sieht so halt einfach häufiger, leider. Eine Ecke. Ärgerlich, aber ich habe mich wohl damit abfinden müssen. Trink noch einen Schluck Tee. Letzte Chance. Hauptsache nicht jedes Spiel verloren. Und wenn es am Ende für Gold 3 reicht, bin ich auch zufrieden. Komm schon. Wenn ich jetzt noch ein Tor schieße, halt eine Verlängerung, das ist irgendwie auch nicht so richtig cool. Und dann am besten noch eine Verlängerung und dann trotzdem verlieren, das wäre am allerbesten. Komm schon. Jetzt hier Lagertor, komm schon. Ja! Ja! Verdammt nochmal! Ginter macht's! In your face! Ja! Verdammt, ist das geil! Scheiße, jetzt müssen wir die Verlängerung. Jetzt gewinnen wir das aber. Ich habe keinen Bock auf Verlängerung und verlieren. Nice! Reingepresst das Ding unter die Latte, Mann! Das ist auf Garantie ist eine Delle drin in diesem Alu-Scheiß. Fuck, ist das geil! Bam! So verdient! Und ich glaube, das ist das zweite Kopfballtor von ihm. Boom! Jetzt schnell wieder, schnell auf defensiv. In der Verlängerung spielt eigentlich immer direkt defensiv. Und jetzt machen wir hier noch 5 Tore. Guckt euch diese Statistik an. Meine Fresse. Bums aus, Nikolaus. So spiele ich Fußball. Sehr geil. Das ist erstmal die Moral. Aber sowas von dem Keller beim Gegner. So wie sich's gehört, ey. Abgebumst. Na gut, abgebumst habe ich ihn noch nicht, aber eingebumst habe ich ihn schon mal. Scheiße. Stand mal genau richtig. Das war knapp, schade. Oh, was? Was? Oh mein Gott! Was für ein Lagertor! Kein Abseits? Doch, Abseits. Ach, scheiße. Oh, aber was macht denn El Yunusi vorher? Mann! Oh, na, ist egal, aber egal. Krasse Situation schon wieder. Komm! Ich konnte Schmelzer nicht mehr anständig steuern. Zum Glück haben wir da noch Kimmich gehabt. Wie gesagt, ich will jetzt nicht verlieren. Wir sind hier, ich will nicht in Verlängerung rein und dann verlieren. Das ist einfach Zeitverschwendung. Wir müssen jetzt gewinnen. Das ist einfach Pflicht.
Und verdient, also mal ganz davon abgesehen, dass es total verdient wäre. Das war ein genialer Pass. Der geniale Moment fehlt einfach. In die Mitte ziehen und alles, das ist einfach nicht so, wie ich es gern hätte. Und wie gesagt, Kruse, was hast du für eine Scheiße gebaut? Der alleine hätte ja schon zwei Tore machen. Na, müssen nicht, aber können. Und eins hätte er müssen. Gelb, oder? Wer hat denn eigentlich den besten Distanzschuss hier jetzt in meinem Team? Ist das Alessandrini? Ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall nicht Kimmich. Ach ja, Kruse, klar. Natürlich schieße ich daneben, aber das greife ich ihn nicht an, weil das ist dann auch einfach scheiße gezielt. Geil gemacht mit Werner. Oh, kam da geil. Also die Flanke kam geil, aber leider halt nicht kopfballstark genug, Kruse. 27. Wir schießen echt selten aufs Tor. Wir schießen irgendwie oft daneben. Das ist kacke. Komm schon. Ich will auch nicht ins Elfmeterschießen. Wir schießen jetzt das Tor. Come on. Glaub dran. Ich wollte gerade sagen, glaub dran, Kruse. Ich weiß nicht warum, aber glaub dran, Kruse. Kruse macht den jetzt. Glaub dran, Kruse. Come on. Wer zum Matchwinner? Komm, da hast du die Scheiße gebaut. Come on. Komm schon, Kruse. Ich glaube an dich. Hat er schon einen Scorerpunkt gemacht, Kruse? Ich glaube nicht, ne? Okay, ist mal ein bisschen lucky. Das war mit Sicherheit nicht so geplant. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Das war mal richtig beschissen, der Pass. Silo hat echt einen guten Job. Wie gesagt, bei ihm ist echt nur das Problem. Das war dumm von mir. Bei ihm ist echt nur das Problem, die Pace. Sobald er irgendwie da ist oder die Möglichkeit hat, dann macht er eigentlich auch sein Ding. Man hat auch gar keine Pace mehr. Das ist auch sehr selten der Fall. Wir flanken rein, das heißt, wir kommen überhaupt gar nicht mehr gut zum Abschluss. Wir hatten zwar 1 Million Chancen in der regulären Spielzeit, aber jetzt läuft es nicht mehr wirklich gut. Es gibt noch eine Ecke. Ach bitte, lass ihn jetzt nicht das gleiche Glück haben wie ich, dass er jetzt hier das Tor macht. Bitte nicht. Ich habe zwar auch keinen Bock auf Elfmeterschießen, aber besser als nichts, ne? Besser als jetzt schon verloren. Ist noch nicht vorbei, ist noch nicht vorbei. Ist es vorbei. Och, Elfmeterschießen. Die erste dieser League. Und kein gutes Gefühl, aber es hat nichts zu sagen. Ich konzentriere mich, gebe mir Mühe, ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Komm schon, ich muss gewinnen. Ich will nicht, dass ich es umsonst war. Come on, konzentriere dich. Ich wollte wieder weiter nach links schießen, das hat wieder nicht ganz so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Schießt leider auch nicht wieder.
zu platziert. Sehr geil. Wir haben gewonnen. Es war nicht, es war verdient insgesamt. Wir haben bessere Elfmeter geschossen, würde ich sagen. Und wir haben auch im Spiel besser gespielt, deswegen verdient. Und es war nicht umsonst, dass wir länger gegangen sind. Ja, da ging es mega lang. Ich guck gerade. So. Zwei Spiele bekomme ich noch hin, dann haben wir die 6 voll. Dann haben wir noch 19 Spiele am Sonntag. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, was war das Maximum? Waren es 20 Mal, die ich am Sonntag machen musste? Ich glaube, ne? Puh. Sind wir jetzt bei 4? Ne, wir haben schon 5 Spiele. Wir haben schon 5, stimmt, klar, wir haben ja gerade 3 gemacht, weil der eine abgebrochen hat. Geil, da schaffe ich sogar 7. Nice. Das heißt, dann habe ich noch 18. Ist immer noch viel, aber besser als 19. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, muss ich mich beeilen.